Hallo, ja, heute geht es um Voxel Sniper, ein wirklich sehr, ja, man kann sagen, komplexes Plugin. Und es ersetzt praktisch World Edit in allen Funktionen. Ja, ihr kennt ja World Edit von den ganzen Brush-Funktionen her. Also zum Beispiel auch, ja, eigentlich geht es ja auch nur um die Brush-Funktionen bei diesem Plugin. Wie man zum Beispiel irgendwelche Kugeln macht oder Sphären und so weiter, ne? Und Voxel Sniper ist nochmal eine ausführliche Version von World Edit, also von den Bosch-Befehlen her. Und für alle, die sich gerne mit der Gestaltung der Landschaft beschäftigen, ist Voxel Sniper wirklich ein sehr gutes Plugin, weil man mit World Edit vielleicht nicht alles genauso hinkriegen kann. Und Voxel Sniper ist einfach nur eine kleine Verbesserung. Ja, genug gelabert, kommen wir erstmal zur Installation. Und zwar könnt ihr das ganz einfach runterladen, indem ihr in die Videobeschreibung guckt. Da findet ihr entweder einen Download-Link, also ein Direkt-Download-Link, entweder Megaupload oder Mediafire. Und könnt ihr dann nochmal hier auf die Seite gehen und euch das hier auch nochmal runterladen. So, habt ihr das gemacht, öffnet ihr bitte mal euren Serverordner und fügt diese JAR-Datei einfach nur in euren Plugins-Ordner ein. Ja, habt ihr das gemacht, könnt ihr jetzt einmal kurz den Server starten, damit sich eventuelle Ordner erstellen können. Und in dem Fall Voxel Sniper ist es so. So. Konsole fertig, können wir Stopp eingeben und uns mal, ja, hier genau, Voxel Sniper. Und zwar haben wir hier, ach Quatsch. Ich muss hier noch einmal das runterladen, weil im Download-Link ist es natürlich schon vorhanden. Also von Megaupload oder Mediafire. Wir haben hier eine Sniper-TXT, die wir brauchen. Das heißt, wir öffnen nochmal den Ordner, gehen in Voxel Sniper rein und fügen hier dieses Sniper.txt ein. Das ist praktisch die, ja, die Permissions-Datei und hier müsst ihr euch eintragen, wenn ihr dieses Plugin nutzen wollt. Und ich würde euch raten, das nicht mit dem normalen Editor zu öffnen, da ihr dann so einen Buchstabenbrei bekommt. Das heißt, mit Notepad oder sonstige. Ja, WordPad oder so, keine Ahnung, ja. Einfach mit was anderem öffnen und ihr bekommt hier so eine schöne Liste. Das heißt, hier werden alle Leute eingetragen, die dieses Plugin nutzen dürfen. Und da müsst ihr euch halt nochmal dazu schreiben. Mamuschkas. Und die anderen könnt ihr auch ruhig löschen oder so und dann natürlich nochmal Freunde oder sowas eintragen. So, habt ihr das gemacht? Steht den Permissions nichts mehr im Wege. Hier haben wir nur noch zwei Textdateien. In der einen ist nichts drin, da kommen nur Speichersachen rein. Und hier in der Config-Datei können dann noch hier ja, kleine Änderungen vorgenommen werden. Und das heißt, wir haben hier zum Beispiel ja, die Brush-Size, die darf nicht größer als 5 sein. Wir könnten die natürlich nochmal jetzt auf 50 hochstellen, weil 5 ist echt ein bisschen gering. Das werdet ihr nachher auch nochmal ein bisschen sehen, wenn wir da ein bisschen was malen oder Kugeln erstellen, ja. Und das andere kann man natürlich auch ganz einfach regeln, indem ihr Files oder To schreibt. So, habt ihr die Config bearbeitet, könnt ihr mal Speichern drücken und wir gehen mal hier auf die Seite von Voxel Sniper und hier sind natürlich nochmal ein paar englische Tutorials oder eher gesagt, was man mit Voxel Sniper alles machen kann. Und wir haben hier noch eine Wiki-Seite, genau. Und ihr seht schon, ne? Alleine, ja, die Einleitung hier, ist alles, das ist richtig groß, da was man alles machen kann. Also, die Seite ist echt lang und es gibt so viele Möglichkeiten. Und da ich jetzt keine Woche oder 2 Wochen Zeit habe, mir das Plugin so genau einzubringen, dass ich alles auswendig weiß, überlasse ich euch das natürlich, wie ihr da das lernt und das alles einzusetzen braucht und habt. Ja, ich zeige euch einfach nur das, was ich bisher weiß, was ich bisher machen kann und ihr könnt da so viel machen, ja. Also wer wirklich Zeit hat, sich das alles einzuprägen und wirklich Lust hat, sich das beizubringen. Also der ist der Pro in jeder Landschaftsgestaltung überhaupt. Also World Edit ist gegen das Plugin kaum was. Aber wer wirklich keine Lust hat auf das, kann natürlich auch bei World Edit bleiben. Ja, und ihr seht ja, das ist so eine unendlich lange Liste. Also das endet niemals. So. Wir haben hier dann noch so eine, ja, so eine Art Papier hier. Und zwar benutze ich das auch immer hier, ne? Kann man nämlich schön gucken hier. Hier Bosch Name und so weiter. Das sind halt die meisten Befehle, die es gibt. Und ja,
Hier könntet ihr nochmal nachgucken. Mit dem habe ich, das habe ich eigentlich auch immer offen, wenn ich da ein bisschen mit arbeite. Und könnt ihr euch ja noch natürlich nochmal angucken. Alles steht natürlich in der Videobeschreibung, also die sämtlichen Links. So, haben wir den Server dann gleich nochmal gestartet? Können wir den auf den Server rauf und ich zeige euch dann mal, was ich schon bisher alles kann. Also bis gleich. Hey, ja, ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes und kann euch natürlich keine ausführliche Befehlerklärung geben, aber ich versuche jetzt einfach mal irgendwas dahin zu klatschen, okay? So, ich will jetzt sozusagen so einen geilen Übergrund machen. Also das heißt, jetzt irgendwie so eine Art kleine Schlucht. Na, ihr seht es gleich. Also als erstes muss ich ja erstmal sowas wie einen Bash-Befehl eingeben, was ich überhaupt haben will. Und da gibt es halt so eine vier Varianten. Einmal irgendwie so ein Snipe-Befehl, das heißt, ihr haut da irgendwie nur einen Block zur Zeit weg oder so oder hin. Das heißt, ihr könnt da irgendwie ganz weit weg einen Glowstone setzen oder sowas. Und dann gibt es auch so einen Disk-Befehl. Also den gibt ihr einen mit slash bash disk oder einfach nur D. Damit würde das halt einfach nur so eine runde Fläche sein, so wie eine Disk halt. Dann gibt es noch den Ball-Befehl und den Voxel. Das ist einfach nur irgendwie so ein Cube. Ja, und ich baue jetzt einfach mal den Ball. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal slash bb ein. Einmal für Brush und das zweite B für Ball. Und wenn ich das eingib, dann kommt jetzt schon Brush Set Ball. So, jetzt müssen wir aber nochmal den Radius einstellen. Ja, und der Radius lässt sich einstellen, indem er schreibt so slash b irgendwas. Also, kennen wir slash b, Radius, ne, 6. So, und dann ist der Radius halt auf 6 erweitert worden. Und jetzt mache ich das mal. Oh, jetzt ist er weg. Ups. Ich wollte eigentlich eine feste Kugel machen. Dann müsst ihr, glaube ich, noch was anderes einstellen. Das heißt, wir machen das rückgängig nicht mit Undo. Also nicht so. Sondern einfach nur slash u, dann geht es wieder weg. So, der Befehl, den wir suchen, ist. Wo ist er denn? Ich glaube slash v. V1 oder so. Slash v1. Voxel set to 1 stone. Genau. Und jetzt haben wir praktisch einen Stein ausgesucht. Und ihr seht jetzt, ne, dieser Ball ist jetzt praktisch so wie ein Ball. Und könnt jetzt beispielsweise jetzt irgendwie sowas hier gestalten, ne? Sowas meine ich hier, das ist halt irgendwie so. Es sieht cool aus, wenn das, glaube ich, ein bisschen größer ist. Deshalb mache ich das mal zu hier. So könnt ihr ganz leicht irgendwie Bäder machen oder so, ne? Und das gleiche geht natürlich auch für World Edit. Also mit World Edit kann ich eindeutig besser arbeiten. Und Voxel Sniper ist aber. Ihr werdet es noch kennenlernen, ne? Das ist. Ein paar Funktionen sind wirklich besser gemacht worden. Allein dieser Smooth-Befehl, wer den kennt bei World Edit, der ist hier vollkommen bisschen, ja, der macht das, da sind halt andere Einstellungen gemacht worden. Ihr seht das gleich. Und ich habe jetzt mal hier so einen kleinen Berg erschaffen. So, jetzt ist er aber noch so ein bisschen kantig und so weiter. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal einen Befehl, damit wir es ein bisschen glatt kriegen. Das heißt, der macht das ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Der gerade das ein bisschen alles so. Jetzt brauche ich natürlich noch mal den Befehl, das war irgendwie slash b ja, ich würde sagen, das war der Befehl. Ich versuche jetzt einfach mal slash e meld oder so. Geht das irgendwie slash b e meld mode, das ist denn. Ah, jetzt ist er so praktisch wie so ein Smooth-Befehl, der das alles ein bisschen ja, ergradet, ne? Dann gehen diese ganzen komischen Sachen da weg. Der sieht ein bisschen echter aus, ne? Und ich zeige euch das jetzt mal bei World Edit einmal als Vergleich. Da gibt es nämlich den Befehl, jetzt komme ich nämlich hier durch den mit den beiden Plugins durcheinander. Ich muss mich auf eins konzentrieren. Slash br smooth oder sowas. 5. Ja, und bei World Edit wäre das dann halt, das würde das halt alles nur so ein bisschen runtersetzen und das sieht halt immer gleich aus. Immer gleich. Ja. Also immer diese ganzen Kanten und na, das sieht halt nicht so real aus. Ihr seht's ja, ne? Das sieht einfach aus wie selbst gemacht oder so. Ja. So,
Egal, zurück zu Voxel Sniper. Ihr braucht natürlich einen Pfeil dafür, habe ich ganz vergessen, das zu sagen. Weil das ist praktisch das Tool, das ihr dafür braucht. Und ja, jetzt wollen wir es aber mal ein bisschen bemalen. Dazu schreiben wir slash v paint. Nee. Das war... Moment, ich gucke jetzt einmal auf die Liste. B-Paint heißt das. Slash B-Paint. Kann ich jetzt schon malen? Nee. Für das Bemalen brauche ich natürlich jetzt nochmal einen Befehl. Wie setze ich denn jetzt? So, nach langen Versuchen habe ich jetzt endlich den Befehl gefunden, weil das ist so... das ist so komplex. Das hört mich überhaupt nicht an. Also, ich gebe jetzt ein Slash B. B over D2 oder sowas. Over D2. Und dann geht es praktisch alles nur zwei runter, diese Paint-Befehl. Also, ja, zwei Blöcke werden dann halt immer nur über der Oberfläche angemalt. Ja, das ist so schwer zu erzählen. Ich zeige es euch einfach mal. Dann gebt ihr einfach nur Slash V ein. Dann halt das, womit ihr malen wollt. Also 2. Will ich jetzt mal Gras das machen. So. Dann seht ihr es, ne? Und jetzt, ich habe hier nur geklickt, da auf diesen Stein. Und es geht nur zwei runter. Hier seht ihr hier zwei. Das meinte ich damit. Und diese werden dann halt nicht angemalt. Das ist auch nochmal so geil. Dann sieht es auch nochmal ein bisschen echter aus. So, und dann malt es auch halt alles an. So. Entschuldigung. Und. So. Sieht doch schön aus. Ein bisschen. Und wir können jetzt auch Bäume pflanzen und alles, ne? Das ist auch mal geil. Also jetzt zum Beispiel B. Boah, nicht B. Ich muss mal den Befehl nachgucken. Sorry. Nee, BB oder so. Nee, BT. So, jetzt habe ich irgendwie so einen Baumbefehl gemacht und kann jetzt so Bäume setzen, überall wo ich will. Hier, da, 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 da. Und so sieht es vielleicht noch ein bisschen echter aus, ja? Ihr müsst ja mal ein bisschen ausprobieren alles. So. Seht ihr, ist das nicht schön geworden? Also, ich finde, das sieht realistisch aus. Ja. Und ich zeige jetzt einfach mal so ein bisschen was in, im Zeitraffer. Weil ich habe ja nie Zeit dafür. Und wie, was man da alles noch machen kann. Versucht einfach mal ein bisschen was im Bag zu machen oder so, ja. Also habt Spaß beim Zugucken.